Gibt es sonst noch was, das ich nicht weiß, aber wissen sollte? Eine Menge. Es gibt Leute, die sagen, sie hätten eure Mutter gesehen. Ist sie dir noch nicht erschienen? Nein. Und dir? Nein, mir auch nicht. Mama, bist du zurückgekommen, weil ich etwas für dich tun soll? Schneid mir die Haare. Wir haben kein Geld, also können wir uns auch nichts leisten. So einfach sind die Verhältnisse. Paula, Schluss jetzt. Hör sofort auf zu telefonieren. Agustina hat Krebs. Uiuiuiui. Du hast Krebs, Agustina. Einen großen Applaus für Agustina. Ich habe gerade von meinem Sohn erzählt. Sie haben mal wieder gedroht, ihn von der Schule zu werfen. Was sagst du dazu? Er hat seinem Religionslehrer die Reifen zerstochen. Hier riecht's ja merkwürdig. Fast so, als wäre Mama gerade hier gewesen und hätte einen fahren lassen. Riecht dir das nicht? Wollt ihr auch mal sehen? Nein. Das habe ich selbst angebaut. Das sind ganz tolle Pflanzen. Nein. Ich war verrückt nach deinem Vater. Und er hat's ausgenutzt. Er hat mich bis zum letzten Tag seines Lebens betrogen. Wird er uns auch erscheinen? Ich hoffe nicht. Wenn's dir nicht um eine schnelle Nummer geht, was willst du denn dann von mir? Fahr mit mir runter zum Fluss, grab ein Loch, verbuddle die Tiefkühltruhe und stell keine Fragen. Wo ist die Russin? Was für eine Russin? Oh, die habe ich als Aushilfe eingestellt. Versteck dich, sonst findet dich meine Mutter. Takatang, takatang, takatang. Volver. Es tut sehr weh, wenn man als Mutter von seiner Tochter nicht geliebt wird. Con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi cielo.